Meine Damen und Herren, da gehen wir aus dieser Reportage raus und gehen live nach Warschau. Dort ist, wir können das sehen im Bild, Präsident Selenskyj mit seiner Ehefrau im Präsidentenpalast im Innenhof zu Gast bei Andrzej Duda, dem polnischen Staatspräsidenten, der dort steht und ihn in Empfang nimmt, offiziell mit militärischen Ehren. Gerade wurden die Hymnen gespielt. Wir wissen nicht allzu viel über den genauen Ablauf. Man kann vermuten, dass es jetzt noch ein Abschreiten der Parade geben wird. Das deutet zumindest der rote Teppich an. Wir wissen jetzt schon, dass man mit großer Geheimhaltung an diesen Staatsbesuch herangegangen ist in der Planung, dass möglichst wenig nach draußen dringt. Also auch die Transportwege sind geheim gehalten worden, innerhalb von Warschau auch ist geheim gehalten worden, wie Präsident Selenskyj nach Polen gekommen ist. Es ist für jetzt geplant, ein Statement, ein Begrüßungsstatement. Hier ist dann doch das vermutete Abschreiten der Militärgarden auf dem roten Teppich. Es ist zumindest angekündigt, dass man, um den ukrainischen Präsidenten zu schützen, und nicht nur ihn, auch den polnischen, vor einer Bedrohung, die man nicht genauer beschrieben hat, dass viele der Ansprachen oder der Begegnungen sich wohl im Palast abspielen werden. Dafür spricht auch, dass wir hier gar keine aufgebauten Mikrofone und Pulte sehen und die dann teilweise auf den Platz, auf den Innenhof oder eben auch auf den Vorplatz vor dem Präsidialpalast übertragen werden. Es gibt über den Tag verteilt mehrere Begegnungen und Gespräche, nicht nur mit dem polnischen Präsidenten, sondern auch mit dem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Wir müssen jetzt tatsächlich auch abwarten, was als nächstes passiert. Dieser Besuch, und wir sehen es auch in dieser Geste, ist ein sehr demonstrativer Besuch, demonstrativ in der Weise, dass man Moskau sehr deutlich signalisieren will, Polen steht an der Seite der Ukraine, des Landes, das von Russland, von Putins Truppen so barbarisch angegriffen wird. Und Polen spielt ja auch eine wichtige Schlüsselrolle für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zumeist erst einmal nach Polen geflüchtet sind, wenn sie auf der Flucht waren. Polen war da sehr großzügig, sehr vorbildlich in der Aufnahme der Flüchtlinge von Anfang an. Polen ist auch sehr großzügig und sehr hilfreich und fleißig in der Versorgung mit Hilfsgütern, auch militärischen Hilfsgütern. Manchmal sogar der große Forderungs- und Bittsteller gegenüber anderen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, wie zum Beispiel der Bundesregierung gegenüber die Ukraine doch sehr viel umfangreicher zu unterstützen, auch mit militärischem Gerät, als wir es erstens bisher getan haben und zweitens, als es die Geschwindigkeit hier in Deutschland gezeigt hat. Erstaunlich, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck, der sich in den vergangenen Tagen auch in Kiew aufgehalten hat, der auch Präsident Selenskyj getroffen hat und bei mehreren Gelegenheiten sich ein Bild von der Lage im Land verschaffen konnte, in dem Land, das im Krieg steht, das überfallen wurde und jetzt tatsächlich auch gesagt hat, er entschuldigt sich dafür, dass Deutschland zu langsam und zu wenig getan hat. Also eine erstaunliche Ehrlichkeit, die an sich gut tut, die aber auch den Finger in die Wunde legt. Die Kritik und die Forderungen aus Kiew sind ja immer wieder sehr deutlich und sehr laut und sehr pointiert auch geäußert worden und vor allem auch die flehentlichen Bitten, bitte helft uns, damit wir uns verteidigen können. Also deshalb dieser symbolisch sehr wichtige Besuch, Symbolik, um zu zeigen, wir in Europa betrachten es als einen Krieg, den Putin nicht nur gegen die Ukraine führt, sondern gegen den Westen, auch gegen Europa. Also muss der Westen, muss Europa zusammenstehen und muss ein Land befähigen, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor.
aber eben auch eine gewisse Dankbarkeit, die Präsident Zelensky nicht nur gegenüber Polen äußert, aber ganz besonders gegenüber der polnischen Regierung. Ja, wie vermutet, es wird diese Begrüßungsansprachen jetzt nicht auf dem Innenhof des Präsidentenpalastes geben, sondern, so waren meine Informationen heute Morgen, aus dem Präsidentenpalast heraus. Das könnte in Kürze passieren, das wissen wir nicht, das warten wir aber noch in einer guten Gelassenheit ab. Gehen erst einmal zurück ins Programm und würden das dann, sobald sich da etwas tut, live für Sie transportieren.